Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Das Testament des Sherlock Holmes. So, in der letzten Folge haben wir ja rausgekriegt, wo der sogenannte Kurz lebt. Und jetzt erklärt sich auch für mich, warum Sherlock die ganze Zeit die Straßenschilder vorgelesen hat. Hey Mister, ganz schön edle Klamotten, die Sie da anhaben. Sie fallen hier auf wie ein bunter Hund, das sage ich Ihnen. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht dreckig machen. Aber Sie wären bei mir herzlich willkommen. Ist nicht weit. Ich würde den Dreck für Sie runterschrubben. Gehen Sie bloß nicht zu Danny, sonst holen Sie sich noch Malaria. Danke, Madame. Ich bin sicher, Sie würden diese Aufgabe meistern. Bedauerlicherweise wird es jedoch nicht nötig sein. Ihr Angebot war sehr freundlich. Wir sollten besser gehen, Sir. Hier, bitte nehmen Sie den Sovereign als Zeichen meiner Dankbarkeit. Na sowas. Danke, wie großzügig von Ihnen, meine Lordschaft. Gern geschehen, Madame. Madame nennt er mich. Du meine Güte, was für ein Gentleman. Wenn Sie soweit wären, Sir? Ja, gehen wir. Ein bemerkenswerter Mann, dieser Prinz Woodwill. Spricht er doch mit dieser Frau, als wäre sie gleichen Standes. Suchen wir die Betty Street. Was war das? So, warte mal. Von hier aus links. Links ist hier. Und dann gleich wieder hier rein. Bernard Street. Das ist nicht die Betty Street. Wieder raus. Am Sherlock, renn mal ein bisschen. Ach, das ist der Metzger. Es gibt keine Waren mehr. Ich muss dicht machen. Ah, nee, doch nicht. Was für eine Tragödie. Ich hatte die Betty Street auf alle Fälle. Fuck through. War gefunden. Das weiß ich. Hier ist nichts Interessantes. Warum nicht? Manu. Fuck through. Oh, junger Mann, geh mal rüber. Das ist doch die Berner Street. Es gibt keine Waren. Berner Street. Sag ich doch, Berner Street. Whitechapel. Doch, ist falsche links. Na klar, ist falsche links. 3, 5, 7, 8. Lässt sich nicht öffnen. Mein Gott, Holmes, das ist entsetzlich. Und dieser Gestank, was ist hier nur vorgefallen? Wow! Bleiben Sie ruhig, Watson. Machen Sie sich zu jedem Detail Notizen und rühren Sie nichts an. Gut, Holmes. Was für eine schlimme Wunde. Dieser Teil ist völlig zerfetzt. Das Hautgewebe ist verwest. Aber der Tod muss erst vor kurzem eingetreten sein. Die Haut wurde ganz schön tief aufgerissen.
Was für eine schlimme Wunde. Werfen wir einen Blick auf unsere Deduktionsaufzeichnungen, Watson. Hundekörper. Warte doch mal. Dieser Verband ist höchstens ein oder zwei Tage alt. Das ist ein Hundebiss. Man erkennt die Abdrücke der Zähne. Was für schlimme Wunden. Die Hunde müssen Tollwut gehabt haben. Dieser Teil ist völlig zerfetzt. Das Hautgewebe ist verwest. Aber der Tod muss erst vor kurzem eingetreten sein. Machen Sie sich Notizen, Watson. Derselbe Finger, den wir im Haus des Bischofs von Knightsbridge gefunden haben. Holmes! Ah! Ah! Opfer, der Körper des Mannes ist mit Bisswunden übersät. Der Körper der Hunde sind... Der Mann hat seinen Hund schlecht behandelt, Die Hunde des Mannes haben ihn schon öfter angefallen. Der Hund hat mit allen Kräften gegen seine Hunde gekämpft. Dem Mann fehlt ein Finger. Die Hunde, nein, das ist der. Würde ich sagen. Aber wir sind noch nicht fertig. Ah. Nur ein Hund könnte solch eine tiefe Wunde verursachen. Aber wie es scheint, wurde noch danach an der Wunde herumgebissen. Größe 9. Genagelte Schuhsohlen, wie sie von einfachen Arbeitern getragen werden. Alles klar, damit haben wir das. Der Hund noch. Die Haut wurde ganz schön tief aufgerissen. Dieser Teil ist völlig zerfetzt. Ja, das hatten wir schon mal. Was für eine schlimme Wunde. Gut. Der Hundenapf ist leer. Weintrauben, warum liegen sie hier? Das ist die Zeitung von gestern. Ah, ja. Etwas Fleisch war in diese Zeitung eingewickelt. Das Blut ist noch frisch. Jemand hat Futter für die Hunde gebracht, wahrscheinlich kurz bevor es zu dem Kampf gekommen ist. Und direkt nachdem sie gefüttert wurden, sind sie über den Mann hergefallen, um ihn zu fressen. Unglaublich. Ein altes Foto. Da steht, für unseren Kameraden Jeremy Kurtz von Kommando J. Mellon. Blumfontein, 1883. Kurtz hat für die Buren und somit gegen sein Land gekämpft. Naja, gut. Ist jetzt nicht so selten. Ein abgerissener Teil eines Briefes. Colonel, mir ist zu Ohren gekommen, dass die Befehlshaber des Mandos Mellon ihre Einsatzmethoden nicht gutheißen. Methoden, die sie als unüberlegt und sogar zu brutal erachten. Wir verteidigen unser Land und kämpfen für eine gerechte Sache. Wir brauchen ehrenhafte und pflichtbewusste Soldaten, keine geldgierigen Mörder. Für Opportunisten wie sie ist hier kein Platz. Scheint ein Entlassungsschreiben zu sein. Oh. Ein Abzeichen des 58. Infanterieregiments Ihrer Majestät und ein Brief, in dem kurz der Ausschluss aus der Einheit mitgeteilt wird. Er hat 1881 gedient.
Zu dieser Zeit war das Regiment in Südafrika stationiert. Kurz war im Burenkrieg. Ganz offensichtlich hat unser Freund Kurz in Südafrika auf beiden Seiten gekämpft und war nie Colonel. Aber das überrascht mich nicht. Ein Verräter, ein Deserteur und ein falscher Colonel. Wahrlich ein echter Gentleman. Durchaus. Eine Zeitung, die über den Krieg in Südafrika berichtet. Kurz muss das Kriegsgeschehen mit einem gewissen Interesse verfolgt haben. Der Burenkrieg ist eine abscheuliche Sache. Und er tobt immer noch. So, jetzt gehen wir mal in die Deduktion. Hunde. Die Hunde wurden kurz vor dem Mord gefüttert. Die Hunde wurden vergiftet. Die Hunde des Mannes haben ihn schon öfter angefallen. Der Mann hat seinen Hund schlecht behandelt, weswegen er ihn angefallen hat. Der Mann hat mit allen Kräften... Die Hunde hatten Hunger? Die Hunde waren darauf abgerichtet, diesen Mann zu töten. Nein. Ich denke... Die wurden vergiftet. Mit dem gleichen Gift, genau. Nee. Ich denke auch, dass er gekämpft hat. So, weiter geht's. Haben wir hier noch was? Jawohl. Sonderbare Sachen hatte er auf dem Tablett. Kleine verkohlte Kügelchen. Ein kleiner Brenner. Eine Pfeife. Riecht merkwürdig. Es besteht nicht der geringste Zweifel. Den Utensilien auf dem Tablett nachzuurteilen und der Pfeife hat der Mann Opium geraucht. Opium? Ich bezweifle, dass dieser Mann seine Drogen hier hergestellt hat. Dazu braucht man ein richtiges Labor. Nein, ansonsten ist hier nichts weiter. Entschuldigung. Werfen wir einen Blick auf unsere Deduktionsaufzeichnungen, Watson. Ja, doch. Ach, Instrumente. Am Tatort wurde keine Instrumente zur Herstellung von Opium gefunden. Der Mann kann das Opium nicht geraucht haben. Der Mann erhielt eine Pfeife, die bereits mit Opium gefüllt war. Der Mann verfügte über einen Opium... Meine Deduktionsaufzeichnungen sind unvollständig, Holmes. Ein wichtiges Detail fehlt. Gehen wir zurück ins Hospital und fragen unseren Freund, ob er uns die Leichenhalle für 2 Stunden zur Verfügung stellt. Was haben Sie vor? Ich kann mich nicht zwischen einem Nickerchen und einem Picknick entscheiden. Das reicht, Holmes. Für den nächsten Schritt unserer Ermittlungen kommen wir um eine Autopsie nicht herum, Watson. Und Sie wissen ja am besten, sobald die lebenswichtigen Organe des Körpers nicht mehr funktionieren, zählt jede Minute. Bereiten Sie schon mal die Leichenhalle vor, während ich mich um den Transport kümmere. Wir müssen uns beeilen. Wie Sie meinen. Bis später. Nein. Ich möchte bitte den nicht aufschneiden. Ah, Grant, du bist noch hier. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Worum geht es, mein werter Freund? Würdest du mir für ein paar Stunden deine Leichenhalle zur Verfügung stellen? Es handelt sich dabei um eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit. Die Leichenhalle? Wozu? Sei mir nicht böse, John, aber ich habe wirklich viel um die Ohren. Und ich kann nicht einfach wegschauen, während du möglicherweise irgendwelche dubiosen Praktiken durchführst. Nein, so ist das nicht. Tut mir leid, da ist nichts zu machen. Grant, hör mir zu, John, es reicht.
Nur weil du aus einer reichen Gegend bist, heißt das nicht, dass du tun und lassen kannst, was du willst. Das hier ist Whitechapel. Willkommen in der Realität. Hier lauern an allen Ecken Gefahren und Probleme. Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Und dieses schäbige Hospital, wo ich seit Jahren auf der Stelle trete, ist eine öffentliche Einrichtung unter meiner Leitung. Für was auch immer das gut sein soll. Ich bin für den Laden verantwortlich. Verantwortlich, verstehst du das? Natürlich verstehe ich das, Grant. Gut. Aber in erster Linie verstehe ich jetzt, dass du ein Feigling bist. Wie bitte? Ja, Feigling, habe ich gesagt. Seit Jahren verkriechst du dich hinter einem Schreibtisch und jammerst über dein Schicksal, ohne zu versuchen, auch nur das Geringste zu ändern. Ich lasse nicht zu, dass... Und du wagst es mir, einen Vortrag über Gefahren zu halten. Ich wurde in Afghanistan verwundet, als ich meinen Dienst für Ihre Majestät geleistet habe und bin seit vielen Jahren in Ermittlungen involviert, um einige der gefährlichsten Verbrecher des Landes zu jagen. Aber... Und zum Thema Verantwortung. Verantwortung bedeutet, seine Arbeit anständig zu machen, vor allem, wenn man Arzt ist und sich um die Ärmsten der Armen zu kümmern hat. Ich... Willkommen in der Realität? Dass ich nicht lache. Ich bin ebenfalls Arzt. Vergiss das nicht, Grant. Und ich schäme mich für meinen Beruf, wenn ich mir den erbärmlichen Zustand dieses Hospitals ansehe. Das ist nicht mein Fehler, ich... Also lass mich deine widerliche Leichenhalle benutzen, mein Freund. Denn ich muss in einer dringenden, äußerst wichtigen Angelegenheit für Klarheit sorgen, die deinen Horizont bei weitem übersteigt. Mach doch, was du willst. Ich habe mit der Sache nichts zu tun und halte mich daraus. Das überrascht mich nicht. Bam! Das ist ein schauriger Ort. Haben Sie schon einmal eine Autopsie durchgeführt, Holmes? Es erfordert ein Höchstmaß an Präzision. Seien Sie unbesorgt, ich lerne schnell. Reichen Sie mir doch bitte eine Knochensäge. Ich will das nicht... Seien Sie vorsichtig, Holmes. Was muss ich denn als erstes machen? Warte. Ich muss die Bereiche markieren, an denen ich Schnitte durchführe. Ah, okay. Jetzt schneiden. So, die Schnitte wären gemacht. Rippenspreizer. Bäm! Pinzette? Das kann ich nicht tun. Ah, okay, das kannst du nicht tun. Abschneiden? Bitte. Diese Flüssigkeit, die wir der Lunge entnommen haben, verrät uns bestimmt irgendetwas. Ach, das ist eklig. Aber. Nein, das ist nicht nötig. Ja, das will ich auch nicht. Ich will es ablegen. Ein Papierknäuel, das vor kurzem runtergeschluckt wurde. Da stehen ja Werte bei und das hier. Sind wir jetzt fertig? Ja? Watson, warum machst du das nicht? Das ist eklig. Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Ich muss den Inhalt meiner Pipette analysieren. Also gehen wir nach Hause? Mir fehlen Informationen. Ach, Männer. Chemikalien. Die nicht besser riechen als die in unserem Wohnzimmer in der Baker Street. Diese Flüssigkeit, die wir der Lunge entnommen haben, verrät uns bestimmt irgendetwas. Hören Sie mit der Analyse, ja. Und los. Einer Blubberbläschen, viermal blau. Das hatten wir ja schon mal, das kennen wir schon. Oh Gott, zwei... 4, 5, 2, war das jetzt so rum? 5 und 2, ja, scheint so. Das wird aber mehr. 4, 2, 1. 4, 2, 1.
4, 2, 1. Ja. 2, 2, okay. 2, 2. Das ist einfach, das kriege ich hin. Und das letzte. 1, okay. Ah, das war das falsche Blubberbläschen. Entschuldigung. Ich bin mit meiner Analyse. Ja, Mensch, ich wollte das doch wieder wegmachen. Oh. Gift. Und ganz offensichtlich ein sehr gefährliches. Ergebnis der Analyse des Gifts, das dem Bischof von Knightsbridge verabreicht wurde. Substanz, die eine. Okay, das hatten wir doch schon. Ergebnis des Gifts kurz. Substanz, die zu einem erhöhten Aggressivität nahe dem Wahnsinn führt. Erhebliche Stimulanz der Muskelzellen des Opfers. Warte. Da haben die beide miteinander gekämpft? Lunge. In der Lunge von Kurz konnte Opiumspuren nachgewiesen werden. Okay, Pfeife. Der Mann hat Opium geraucht. Der Mann hat dem Opium Giftball gemischt und es verkauft. Der Mann wurde mit einer Mischung aus Opium und Gift vergiftet. Der Mann wurde mit demselben Gift wie der Bischof vergiftet. Der Mann ist verrückt geworden, weil er von Opium abhängig war. Der Mann wurde vom Bischof ermordet. Seine Komplizen haben ihm die Pfeife gebracht, seine Komplizen haben die Pfeife für ihn hergerichtet, seine Komplizen haben nicht die Pfeife für ihn hergerichtet. Der Mann wurde von seinen Hunden vergiftet, der Mann wurde von seinen Komplizen vergiftet. Würde ich jetzt sagen? Die haben die Pfeife bloß gebracht. Die Autopsie war sehr aufschlussreich. Ja. Dieser Mann wurde von seinen Komplizen ermordet. Wegen seines fehlenden Fingers. Ich verstehe. Mit einer verbundenen Hand wäre er zu auffällig gewesen und hätte der Polizei bei der Fahndung nach einem Mann mit einem fehlenden Finger leicht ins Netz gehen können. Aber wie konnten Sie den Mord vertuschen, indem Sie es wie eine Hundeattacke aussehen haben lassen? Die Autopsie hat ergeben, dass sich in seinem Organismus Gift befindet. Alles deutet darauf hin, dass es sich um eine weniger konzentrierte Form des Gifts handelt, das wir in den Zimmern des Bischofs gefunden haben. Dieser Mann starb an dem Gift und an den Folgen des Kampfes gegen die Hunde. Ich glaube, dass diese neue Zusammensetzung der Substanz einen derart starken Wutanfall hervorruft, dass das Opfer alles und jeden in seinem Weg attackiert. In diesem Fall waren es Hunde. Wir haben es hier mit den Lehrlingen eines Magiers zu tun, dessen Kreationen immer ausgeklügelter werden. Sie wollen eine bestimmte Wirkung erzielen und testen ihre Formel an menschlichen Versuchskaninchen. Wollen Sie damit sagen, dass seine Komplizen ihn dazu gezwungen haben, das Gift zu sich zu nehmen? Nein, er hat es freiwillig getan. Das Gift war nicht in seinem Blut, sondern in der Lunge. Außerdem habe ich an mehreren Stellen Spuren von Opium gefunden. Langsam wird mir alles klar. Sie haben dieses schreckliche Gift seinem Opium beigemischt. Sie wussten, dass er es bald rauchen würde, um die Schmerzen seiner Wunde zu lindern. Ganz genau. Und ein derart fundiertes Wissen sowohl über Chemie als auch über Toxikologie ist sehr ungewöhnlich. Gut, wir kennen zwar die Beweggründe und die Vorgehensweise, sind aber dennoch nicht einen Schritt weiter. Wie sollen wir die anderen beiden Männer finden, die den Bischof ermordet haben? Wir machen einen Abstecher in die Burner Street 13. Wo haben Sie diese Adresse her, Holmes? Aus seinem Magen. Aha, er wollte die Adresse also loswerden. Nein, er wollte Rache. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Als der Mann mit dem fehlenden Finger die Wirkung des Gifts zu spüren begann, wusste er, dass er sterben würde. Und er wusste, dass es eine Autopsie geben würde. Wollen wir gehen? Ist jetzt nicht mal so eine falsche Denkweise. Gut, ihr Lieben, dann werden wir uns in der nächsten Folge auf in die Burner Street machen.
Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und ich freue mich auf die nächste Folge von Sherlock Holmes, das Testament des Sherlock Holmes. Bis dahin. Ciao.